2014 ist es soweit, der Narrenverein Bockstall richtet das große Ringtreffen aus. Also das Ringtreffen ist die größte Veranstaltung, die unser Verband hat oder die einfach auch andere Verbände. Ringtreffen heißt, sämtliche Zünfte unseres Verbandes haben Teilnahmepflicht und sind über dieses Wochenende Nehmer an den verschiedenen Veranstaltungen teil. Also für den Umzug am Sonntag allein erwarten wir 9.000 bis 10.000 Hästräger. Es finden ja noch weitere Veranstaltungen am Samstag statt, wo wir bei der Hexrauhnacht 1500 Hexen erwarten. Den Kinderumzug, den wir gestalten, haben wir ungefähr 1000 Kinder, die bisher angemeldet sind. Und dann muss man ja noch sehen, es werden auch viele, viele Hästräger, die dann nicht gerade aktiv sind, die Stadt hier bevölkern, die auch das ganze Wochenende hier im Weingarten verbringen. Also ich denke, im Schnitt werden die 10.000 Hästräger pro Tag hier im Weingarten verweilen. Wir leben Fasnet in Weingarten. Wir leben es gemeinsam, die gesamte Bevölkerung. Wir leben es auch mit vielen Gästen. Und deswegen ist es für viele Narrengruppen interessant, immer wieder nach Weingarten zum Narrensprung zu kommen. Und das Wochenende wird natürlich ein ganz besonderes, an das wir uns sicher auch lange gerne zurückerinnern werden. Also eine solche große Veranstaltung ist alleine heute gar nicht mehr durchführbar. Das geht nur im engen Schulterschluss zwischen Stadt, vielen Ehrenamtlichen und auch den anderen Narrenzünften von Weingarten, die Bockstall-Narren unterstützen. Das ist wirklich ein Gemeinschaftswerk und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Wir natürlich auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Baubetriebshof, was Straßensperren zum Beispiel anbetrifft, was Reinigung anbetrifft. Und von daher freue ich mich, dass es in Weingarten gelungen ist, wirklich das in relativ kurzer Zeit gemeinsam auf die Beine zu stellen. Also die Hexenrauhnacht ist natürlich ein besonderes Spektakel, wo unsere Hexengruppen aus den einzelnen Zünften ihre eigene Veranstaltung haben. Die vom Hexenmeister des ANR, das ist eine Einzelfigur, die auch nur beim Ringtreffen zu sehen ist, die Hexen befreit und dann am hohen Tag der Rauhnächte auf die Straße schickt. Also ich glaube, ganz besonders nach der furchtbaren Erfahrung in Duisburg sind die Ansprüche an die Sicherheitskonzepte von solchen Großveranstaltungen noch ganz stark gestiegen. Man kann nicht alles vorhersehen, aber man kann doch vieles vorbereiten, dass man entsprechend reagieren kann, was Wegeführung anbetrifft, was die Umgang mit Alkohol anbetrifft, was die Verfügung zum Beispiel von Notfallambulanzen anbetrifft, von Ärzten auch, die über die Strecke verteilt sind. Ich glaube, wir sind in Weingarten auf dieses große Event sehr gut vorbereitet, aber auf alles kann man nicht vorbereitet sein, aber ich hoffe und bin sehr zuversichtlich, dass dieses Wochenende sehr gut verlaufen wird. Gut, was uns, sprich den alemannischen Narrenring, auszeichnet, ist, wir haben sehr, sehr viele Zünfte aus kleineren Orten, aus kleineren Städten, was dann auch für eine Maskenvielfalt spricht, weil oftmals mehrere oder in den einzelnen Zünften mehrere Häsgruppen vorhanden sind. Es ist abwechslungsreich und die Zünfte bei uns haben nicht unbedingt die Stärke, wenn Sie jetzt die schwäbisch-alemannischen Zünfte ansprechen. Die sind teilweise in den einzelnen Gruppen wesentlich größer wie jetzt unsere Gruppen. Also wir haben auch Zünfte, die teilweise nur unter 50 Hästrägern auf die Straße bringen können. Ja. Also wir haben das Fernsehen häufiger in unserer Stadt, meistens auch beim Blutfreitag zum Beispiel. Das ist natürlich was ganz Besonderes, weil dieses Event nur alle 5 Jahre stattfindet. Und für uns ist es natürlich eine willkommene Gelegenheit, unsere Stadt von ihrer schönsten Seite darzustellen. Und ich freue mich, dass fast 4 Stunden über diesen Umzug aus Weingarten direkt und live berichtet werden wird.